esos amigos del territorio de la patria, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, Perú. Niemand war erfolgreicher, aber beide Mannschaften trafen bei einer Weltmeisterschaft noch nie aufeinander. Umso reizvoller war und ist der Vergleich zwischen diesen großen Turnieren. Sie sehen mit der 15 der neue Mann beim Europameister Votava aus Dortmund. Er spielt für Horst Rubesch, der krank im Hotel liegt. Um, dass dieser lange, wuchtige Kerl heute nicht dabei sein soll. Ich nehme an, dass er in einigen Tagen wieder auf den Beinen ist. Die Hamburger müssen ganz gewiss nicht fürchten um den Bundesliga-Start. Die größte Sorge von Horst Rubesch vorhin, als wir aus dem Hotel weggingen, war die Frage, woher mögen etwa gut 30.000 Zuschauer sein. Der durchschnittliche Besuch bisher, eine Minute, und das ist der Anstoß hier. Der Linksaußen, der Sergio. Eckstoß. War ganz knapp, aber Toni Schum. Danino, Oscar. Geklärt von Förster zunächst. Und Bernhard Dietz war da, der jetzt auf seine Mitspieler einredet. Schimpf. Bagas. Müller. Das ist Rückspiel. Rummenigge, gut gesehen. In der Mitte ist keiner. Schade. Der Dortmunder nicht weit von ihm weg, Sie sehen es. Rezo. Der links außen in Brasilien. Das wissen wir. Sie bemerken uns vielleicht, wie der Ball spricht. Die letzte große Sicherheit ist noch nicht im Spiel, aber vielleicht jetzt eine Möglichkeit. Rummenigge. Schuss. War schon was. Da muss meistens genannt werden, wenn über europäische, deutsche Spieler diskutiert wird. Vorhin auf der Fahrt. Sokrates. Noch einmal Sokrates. Tita. Gefährlich, gefährlich! Ah, da stehen wir schon in den Kopf. Sie sehen es hier. Ja. Trainingsjacke ausgezogen. Geht jetzt noch einmal zu Jupp Derwall. Offensichtlich kommt ein Wechsel. Guter Trick. Sokrates! Junior! Atmet jetzt zwei, dreimal tief durch. Er bekam diesen fulminanten Schuss. Edevaldo. Deserzio. Kein Elfmeter. Weiter, 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 sagt der Schiedsrichter. Tita. Sokrates. Sokrates. Rummenigge gegen Luisinho und Oscar ist zurück. Und es sprintet. Sieht. Da kommt der Ball. Da kommt er. Aber er spielt gut. Viel Mut. Müller. Briegel. Gut gesehen. Kalt. Er sollte schießen. Kalt. Wo die Kollegen vom Rundfunk übertragen. Müller.
Dieter. Irgendwo noch Dieter. Rummenigge. Immer wieder über links. Der Münchner. Schuss, Schuss! Schneller Antritt. Der verzögerte Schuss, die Lücke, der Aufsetzt. Sokrates, Sokrates. Ah, völlig böse. Paulo Isidoro, Edevaldo. Schumacher. De Sergio. Und. Ja. Zentimeter. Mit dem Faustabären hat er heute Schwierigkeiten, der Kölner. Aber die deutsche Abwehr steht gut. Rummenigge. Schubste. Gute Möglichkeit. Toller Toni Schumacher. Das ist schwach heute. Schumacher muss raus. Der muss. Ja, wir können. Der. Da. Und wo noch? Toninho. Ein. Müller. Alof, kommt er heran. Dieter. Edevaldo. Und. Riesenantritt. Müller sprintet mit. Alof ist gut postiert. Aber die Frage ist, kommt er vorbei? Kann er flanken? Alof! Müller! Schießt noch! Schießt! Ja! Tor! Ei, ei, ei! Hier, das war die Situation, das Kunststück, den Ball da vorbeizubringen. Aber Alof dran, da kommt Müller. Ist schnell rausgekommen. Junior, Schumacher. Junior ist der Mann, der anläuft. Gefährlich! Oi! Nicht nur das, unhaltbar. Ein gut 22 Meter. Sie sehen es, mit der Innenseite, mit Effet. Da war nichts zu halten für Toni Schumacher. Er zurück hat jetzt fast nur noch defensive Aufgaben. Edevaldo. Und Schuss und Tor! Das 2:1. Das müssen Sie sehen. Ja, sind jetzt verdeckt durch die Zeitlupe. Wunderbar gemacht. Wir sehen es hier. Missverständnis. Paulo Isidoro. Bleibt der Ball. Bleibt der Ball. Paulo Isidoro. Das läuft. Mal pfeifen können bei diesem Angriff auf Rummenigge. Sergio. Wieder dieser Rucker gegen den Verteidiger, gegen Dremler. Sokrates oder der deutsche Torwart. Eine knappe Viertelstunde noch. Sokrates, Sokrates und das Tor! Das 3:1. Die Wiederholung, dies kommt nicht heran. Förster kann ihn nicht stoppen, den langen Mittelstürmer. Und die 17 macht das Tor. Der ist angekommen. Wenn Sie das einmal sehen, gleich. Da kommen Sie jetzt ins Bild. Immer wieder diese Stürmer vor uns. Das war nicht korrekt.
Schumacher glänzend. Noch ist die Gefahr nicht vorbei und der Kölner wird da gehakt. Ja, noch vor allem, wenn der Ball in der Luft ist. Sie sehen es jetzt hier, wie der Torwart angegangen wird. Kein Abseits, Sergio. Der Sergio. Noch einmal. Er kann. Zeitlos, ein ganz, ganz dickes Kompliment an diese Mannschaft.